Erstmal Hut ab, ja, also die zweistimmigen Parts, die laufen wirklich erstaunlich gut, also man nicht den Eindruck, dass ihr keine Ahnung habt, was ihr da zu singen habt, sondern ihr singt da wirklich das, was geübt ist, das ist schon sehr ungewöhnlich. Okay, geht los mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Versucht jetzt gleich wirklich genau so das zu machen, das nachher auf der Bühne macht. Ihr seid gut gelaunt, weil ihr seid in Baltimore und es geht los und das Musical fängt an und da sitzen 700 Leute, die haben, vor allem das sind auch junge Mädels dabei, die haben sehr wenig an und wir freuen uns, dass ihr die heute sehen könnt. Alle stehen und zwar da drüben, weil bei der Aufführung sitzt auch keiner im Backstage und singt mit. Der wird sofort entlassen. Wer meint, der kann die Chorsachen im Sitzen singen? Heimatland. Gutes Personal zu finden ist nicht einfach. Das erste Mal war es ganz okay. Da habe ich schon schlechtere erste Male erlebt. Intercom mit 5 Sprechstellen. Ja, da bestelle ich am Montag die. So, mit. Moment, Intercom mit insgesamt 5. Also einmal Master plus 4. Ja, okay. Genau. Dann das System-Amping ist auch klar. Wo steht die überhaupt? Die FOH. Dann kann ich ja steuern von unten. Wird es voll am FOH. Na gut, wie breit ist deine VI? Es ist für eine VI. Gut, du hast diesmal weniger, aber das Licht brauche ich so blass wie letztes Mal per Video. Wir haben ja 4 Meter Breite. Ja, mit 2 Sidelinks. Oh, go, Mama, go, go, go! Wir kommen in den Sixties, oh, oh, oh! Hey, Mama! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Es war eine Vortrag, es ging nur noch, kann man es kippen. Marcel, also einer der Hauptdarsteller unseres diesjährigen Projektes, Hairspray. Also ich habe vor 2 Jahren schon bei We Will Rock You mitgespielt, da war ich aber eher einer der Hintergrundrollen, weil ich damals auch noch Achtklässler war und noch einer der Jüngsten war. Allgemein kann ich einfach sagen, dass das Musical-Projekt hier an der HGR eine riesige Erfahrung ist, die man macht. Also wirklich auch eine hammermäßige Erfahrung, also definitiv positiv. Ja, wir haben ja nichts sagen. Wir brauchen jetzt die Session Platten erstmal, dass wir hier. Und dann brauchen wir eh zum Basement Set den Traum. Ja, die Techniker stehen da jetzt wie die Bären und schaffen jetzt wie die Bären und ihr macht es bitte genauso. Achtung, jetzt und 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Herr Wilber, mein Bügeleisen steckt noch drin. Unser blödster Typ mit den Schädel nach außen setzen. Da passt er und der Typ mit dem Schädel nach außen setzen. Ich weiß nicht, ich glaube, die besitzen so. Arbeiten? Ja.